Guten Morgen auf einen weiteren Sonntag. Wir haben wieder Sonntag. Was machen wir? Nadine hat die roten Kennzeichen sicherheitshalber mal mitgenommen. Wir haben ein geiles Gespräch gehabt. Oder ich habe Bilder von dem Auto bekommen, was wir jetzt wahrscheinlich abholen werden. Ich habe ihn noch nicht gezeigt. 72er Sportwagen. Ich bin gespannt, ob ihr sofort wisst, worum es geht. Wir fahren ihn jetzt abholen mit unserem Schlepper. Auto soll bedingt fahrbereit sein. Stand natürlich ein bisschen länger. Das heißt, wir fahren nicht mit dem Veto, sondern mit unserem Ford. Also geht's auf nach Schloss Holte, glaube ich. Also genau. Gute 100 Kilometer. Auf geht die Fahrt. Brumm, brumm. Ja, so kann es auch gehen bei der Oldtimer-Jagd. Wir stehen mitten im, machen wir hier Nirvana. So eine Nirvana ist das nicht. Schloss Holte bei Paderborn. Der Olde, den wir uns angeguckt haben, der war nicht so, wie man sich das vorstellt. Oder da fehlen so zwei, drei Eintragungen und. Lange Geschichte. Ich sag's kurz, Opel GT wäre es gewesen. So, was machen wir jetzt? Jetzt habe ich gerade noch zu Nadine gesagt, der Sonntag ist jetzt futsch. Wir probieren jetzt Versuch 2. eBay Kleinanzeigen aufgemacht und hab einen zweiten Sportwagen der 80er gefunden. Fahren wir einfach den uns angucken, oder nicht? Schwinge ihn wieder auf den Beifahrersitz. Dann geht's zum zweiten Auto. Mal schauen, ob das besser wird. Bis gleich. Da sind wir wieder. Nur sind wir in... Ich hab's vergessen. Bramsche? In der Nähe vom Bramsche Osnabrück. Und ich habe euch ja gesagt, der Opel GT war nix. Jetzt stehen wir hier vorne. Wollt ihr ihn sehen? Komm, zeigen wir euch direkt. VW Scirocco. Nadine, nehmen wir die Kamera. Ja. Ich drehe dir das. So kannst du mich blubbern sehen und hören. Der ist aus 1985. Ich glaube, der hat seine besten Zeiten leider schon hinter sich. Wobei die Karosse gut ist. Hier zum Beispiel, das ist so die einzig größere Roststelle, die ich jetzt gefunden habe. Der Motor läuft nicht, weil der Besitzer, der übrigens gerade die Papiere holt, gesagt hat, man kann es hier noch sehen, hier hat es auf jeden Fall mal gebrannt oder ein Vergaserbrand. Das hier ist, wie man so schön sagt, die Katze im Sack gekauft. Du riechst mal von Insta, ja. Sieht schon. Sag ruhig mal, was du gesagt hast. Ob wir den noch mal hinkriegen. Ja, aber ich finde die Sitze schön. Aber hier sieht es schon wüst aus. Hier unten, hier auch schon. Jetzt mal ehrlich, wenn du jetzt hier wärst, du würdest was nicht kaufen, ne? So in dem Zustand. Nein, weil ich es nicht selber reparieren kann. ATS-Cup-Felgen, die kommen wahrscheinlich auf unseren Doppelgolf, weil ich finde, auf dem Scirocco sehen sie nicht aus. So, ich will sagen, wir machen jetzt was Lustiges. Wir machen die Kamera mal auf den Schleppwagen und gucken mal, wie weit wir hier so schieben können. Also, das bereite ich jetzt mal vor. Freust du dich? Ja. Ich freue mich auch. Okay. Sowas versuchen, aber zu zweit werden wir es nicht schaffen. Ja, wir schaffen das. Sieht das gut aus? Kann man uns sehen? Was läuft denn da für ein Fratzke? Da läuft was durchs Bild, Micha. 1, 2, 3. Oh, da kommt der Gute her. Hast du was im Ärmel? So. Ja, die müssen wir hier raufschieben. So. Probier mal. Vorsicht! Ja. Oh. Dankeschön. Wichtigste fast vergessen. Da oben steht meine Kamera. Vor lauter auf, abplanen, wie kriege ich das Ding drauf? Habe ich überhaupt nicht Tschüss gesagt in dem Video, ne? Ich habe gar nicht den Übergang zu Micha jetzt gemacht. Micha ist da, wir sind auf dem Hof und unser Scirocco steht schon da hinten. Eigentlich habe ich gedacht, das wäre der schöne Opel GT. Ich hatte mich richtig gefreut auf das Auto. Aber um da mal kurz drauf einzugehen, ein Opel GT ist teuer, ich weiß. Also kann man auch nicht in so einem Preisrahmen von 1000 Euro sprechen, sondern wirklich von mehr Geld. Da war was mit der Eintragung, hat mir was nicht gefallen und. Ich wusste ja, worauf ich mich einlasse, dass der Scirocco nicht im perfekten Zustand ist. Der hat schon gesagt, dass da was steht, aber habt ihr auch in dem Video gesehen. Nadine hat es, glaube ich, gezeigt gehabt. Die Tür hängt als erstes. Das ist schon mal der erste Mangel. Das Auto stammt aus einem Diebstahlschaden. Also es wurde mal aus einem Diebstahlschaden. Was ist denn hier los? So, aus einem Diebstahlschaden. Und dann wurde sich 8 oder 9 Jahre mit dem Auto nicht mehr beschäftigt. Aber ich habe ja auch die Katze im Sack gekauft. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der Motor überhaupt läuft. Oder besser, das weiß ich, dass der nicht läuft. Was ich ja auch vom Vorbesitzer weiß, der Wagen hatte ein, Mensch,
Vergaserbrand. Micha, was kannst du dir unter Vergaserbrand vorstellen? Boah, ja, zu heiß geworden, aber warum weiß ich nicht. Nee, hier sieht man, dass auf jeden Fall was gebrannt hat. Da hat es wahrscheinlich eine Rückzündung gegeben, also eine Fehlzündung. Und dann hat es eben Luftfilterdeckel angefangen zu brennen. Die erste Erkenntnis ist auf jeden Fall schon mal viel Rost. Die Motorhaube ist eigentlich Schrott. Also von innen ist sie weggerostet, aber von außen sieht es halt nur gut aus, ne? Unten drunter, hier sieht man noch so, vor dem Waschen war es halt alles dreckig. Ich würde sagen, dass das Serienfahrwerk ist natürlich alles, wie man sieht, wieder sehr stark gerostet, also am Rosten. Das ist alles Standschäden. Also dieser Rost, der hier entsteht, ist halt durch jahrelanges Stehen an irgendwelchen Bauteilen. Aber das behindert jetzt also nicht irgendwie oder schadet nicht dem Einfluss. Aber die Karosserie an sich, weil guck mal hier, das ist unser Heckblech, unser Längsträger. Das sieht alles super aus. Hier ist immer wichtig, Achsaufnahme, Wagenaufnahme, natürlich Bremsschläuche, sowas müssen wir natürlich machen. Hier ein Achslager, das müssen wir auch machen. Das sieht man, ist sehr, sehr porös. Aber die Wagenheberaufnahmen oder hier, das ist gar nichts. Also das ist nicht der Rede wert. Bremse ist frei. Gut, das sind natürlich alles so Gelenke, Achs von Schatten, Gelenke, Traggelenke. Das ist auch nicht unbedingt teuer für so ein Auto. Das kann man eh erneuern. Aber sieht auch dementsprechend noch gut aus. Das hat kein Spiel. So, jetzt kommt das Allerwichtigste, was ich mal gucken könnte. Wasserpumpe war mal undicht, sieht man. Ich hab eine Befürchtung. Jetzt muss ich mal bei einem hier in die Werkstattkiste gucken. Befürchtung? Mhm. So, Micha, was denkst du? Motor frei? Ist frei. Ich mache erstmal das Licht aus, weil ich will mich darauf vorbereiten. Oh. Oh. Also Pelle, Motor ist nicht fest. Fühlt sich auch gut an, auch kompressionstechnisch. Einzylinder, Kompression. Ja, da ist wieder frei. Perfekt. Ja, Motor frei. Hier ist unser Schaltgestänge. Ah, typisch. Siehst du das Spiel hier oben, wie das eiert? Mhm. Da fehlt, da ist so eine Kunststoffhülse drin, die das Ganze, ich sag mal, stabilisiert. Das fühlt sich jetzt oben am Schaltpin total ausgenudelt an, weil hier halt die Hülse fehlt. Übrigens, haben wir das eingeblendet mit dem NATO-Knopf? Haben wir eingeblendet? Nee, noch nicht. Ja, doch, haben wir eingeblendet. Haben wir eingeblendet. Du hast ihn schon bestellt, ne? Ist schon am Ring. Ha, nicht dein Ernst. Klar, sind wir bitte mal schon gekommen. Das müssen wir gleich zeigen. Der hat mich viele Nerven gekostet, weil Ford Transit, da ist unser NATO-Knochen. Und mit dem Ding hätten wir unsere Seilwinde gestartet und hätten den Wagen draufziehen müssen und hätten nicht hier so einen Kampf machen müssen. Das Problem ist, innen drin hast du ja noch nicht gezeigt. Du kommst am besten mal von der Beifahrerseite. Dann zeige ich dir mal, wie gesagt, das war ein Diebstahlschaden. Der wollte geklaut werden, was auch immer. Danach wird sich keiner besteckt haben. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir da den Stecker wieder auf den Dings drauf kriegen, dass wir den überhaupt gestartet bekommen. Was ist? Was sagst du? Der wollte geklaut werden? Was? Wer wollte geklaut werden? Keiner will geklaut werden. Weißt du, wer du willst nicht geklaut werden. Das Auto wollte geklaut werden. Also nee, das Auto wollte das nicht, sondern den wollte jemand klauen. Da siehst du die Lenksäule. Jan zeigt vielleicht mal, was da eigentlich, wo das eigentlich befestigt sein sollte. Eigentlich hängt das mal so da dran. Ja, aber leider hat da einer dran. Und hier ist es abgerissen. Alle, also wirklich fast alle wussten, was das für ein Auto ist. Dieses Topic ist ein Sondermodell, gab es wohl nur von 85 bis 86. Die Felgen, der Wagen gibt es in zwei Farben, in irgendeinem Grün und in diesem Kiwi-Braun wie unser ist. Ich finde dieses Kiwi-Braun übrigens geil. Die Felgen sind aber leider schwarz, somit nicht die Originalräder. Jetzt komme ich, komm mal mit. Und derzeit die Jungs da gucken, können wir nämlich mal einen kleinen Abstecher machen in unserem Museum. Immer durch die Tür, wo keiner durchgehen kann, ne? Und in unserem Lieblingsraum, hallo! In unserem Lieblingsraum, der strengst untersagt ist, komm mit. Oh, weia, hier sieht es auch immer schlimmer aus. Boah, Alter! Hey, hier hat eine Bombe angefangen, ne? Also, stell mir eine Frage, ich sag dir, was das ist, komm. Wie bei den Ludos, haben wir eine Rückleuchte für den Golf 2? Hier nicht, aber haben wir auch nicht. Aber guck mal, Doppelgolfmotor 1. Übrigens der gleiche Vergaser drauf wie auf dem Schauko. Hier siehst du das, was weggebrannt ist und was weggetropft ist. Doppelgolfmotor Nummer 2, dann ein 1.8T-Motor, ein Fiat Uno Serienmotor, BMW 323i-Motor, nochmal 1.8T, Opel Corsa. Hm, hier liegen ein paar Motoren noch. Die alte Stoßstange von unserem Doppelgolf, die beschädigte, die Auspuffanlage von unserem Doppelgolf. Warum wir das nicht weggeschmissen haben, weiß ich nicht. Aber worauf ich hinaus wollte, Doppelgolf ist das richtige Wort. Daraufhin kam jemand vorbei und hat uns eine nagelneue Stoßstange geschenkt für den Doppelgolf. Deswegen liegt die noch hier. Und er sagt, er hat noch ein paar Felgen in seiner Ecke liegen, die er nicht mehr benötigt. Die könnten wir ja auf den Golf machen. Jetzt muss ich mal. Oh, meine Hose ist zerrissen, hast du gemerkt? Ist dir nicht letztens eine Hose gerissen? Irgendjemand ist eine Hose gerissen hier. Mir ist keine Hose gerissen. Doch, ich glaube, dir ist eine Hose gerissen. Nein, mir ist noch nie eine Hose gerissen. Worauf ich hinaus wollte, es hat uns ein Kunde Felgen mitgebracht und hat gesagt, die brauche ich nicht mehr. Die waren auf meinem. Auf meinem Kiwi-braunen Scirocco. Ach krass. Das heißt, wir haben jetzt
einen ganzen Satz, im guten Zustand sogar, Kiwi-braune Felgen, die original auf dem Auto drauf waren. Danke an unsere super, super geile Community für eure Mitbringsel. Ihr seht, sie bekommen immer wieder eine Verwendung. Auch wenn sie ein bisschen chaotisch ist, aber ich finde es wieder. Die kommen natürlich auf unseren Scirocco drauf, weil den wollen wir wieder herrichten. Ich hoffe, dass wir den Motor ans Laufen kriegen, dank diesem Vergaser, den wir ja auch noch dabei haben. Rostmäßig müssen wir nicht viel machen, karosserietechnisch müssen wir was ausbessern. TÜV drauf und dann geht er wieder in den Verkauf. Also sprich, ich rette diesen alten Scirocco vor der Presse. Habe aber auch viel Geld bezahlt, deswegen machen wir jetzt diese Bestandsaufnahme. Eigentlich auch brutal interessant, ne? Merke ich gerade. Also interessiert mich gerade selber, weil ohne unsere Community. Nee. Ich dachte schon. Das ist übrigens der Kadett, der läuft. Lass mal krachen da. Mal ein bisschen mehr Bremsenreiniger in den Vergaser. Damit es auch richtig schön knallt. Ne? Ja, du bist ja eh Start geworden. Starte mal. Ich glaube, ich will das jetzt nicht so blöd sagen, aber irgendwie wirkt das schon, als ob die Zündung zu früh spielt und er zurückzündet. Als ob der Zündverteiler nicht steht. Ich probiere es nochmal. Probier mal. Hört sich aber nach wenig Kompression auch an, ne? Ja, aber mal nach viel, mal nach wenig, ne? Ja, der hört sich jetzt aktuell nach wenig Kompression an. Das kann natürlich auch sein, dass er, weil er lange stand. Also mal einen Ölstab gezogen. Top. Ja, Öl ist drin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da jetzt irgendwas durch die Rückzündung übergesprungen ist oder daneben steht. Aber der Zahn ist ja vor kurzem neu gekommen. Also zumindest vor Kilometer vor kurzem. Aber ihr seht, motortechnisch Baustelle, aber er wollte gerade anspringen, das habe ich gehört. Was ich auf jeden Fall noch mache, auch wenn es früher so cool war, die schwarzen Scheiben, die kommen wieder raus, das mag ich nicht. Oder findest du das gut, wenn ich schwarz? Nee, finde ich auch nicht gut. Aber früher war das cool, jeder zweite hatte schwarze Scheiben. Lenksäule müssen wir neue haben, also ein Zündschloss brauchen wir ein neues. Oh, Ruderblage ist da, das hat er mir auch gesagt. Oh, guck mal, Originalscheinwerfer, das sind die originalen Scheinwerfer, da sind Zubehörscheinwerfer drin. Ah, hier steht es auch noch. Polizeikommissar, bla bla bla. Gesichert am, ha, das ist interessant, was ich euch zeigen darf oder was ich euch zeigen kann. Am 29.11.2011 wurde diese Sache gesichert. Also sprich, in 2011 wollte der gestohlen werden. Das ist schon wieder 9 Jahre her. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir diesen Scirocco vor der Presse retten. Hier ist nicht mal eben, also hier ist schon ein bisschen mehr dran. Und wenn jemand sagt, der keine Beziehung zu einem Auto hat, der sagt sich, den schmeiße ich auf jeden Fall weg, weil Motor läuft nicht. Ich habe keine Zündanlage, ich kann den weder benutzen noch, da kommen ja noch mehr Teile zu. Plus den Rost, plus die Innenausstattung. Wir werden den wieder zeitgemäß aufpäppeln, das bedeutet, Motor läuft. Die Felgen drauf, TÜV drauf machen, H-Kennzeichen, er ist ja ein 86er, bekommt also ein H-Kennzeichen. Dann werde ich mal mit unserem Sattler sprechen, was wir mit dem Sitz machen, ob wir den abgeben, ob er mir so einen braunen besorgen kann. Das ganze Auto natürlich grundreinigen. Ja, ich bin gespannt. Das Ergebnis, wenn wir den Wagen fertig haben, werdet ihr auf jeden Fall sehen, wenn er nämlich bei uns auf Mobile auf der Seite steht, wo wir unsere Autos verkaufen. Aber das wird ein bisschen dauern, ich sag mal so. Ich denke mal so in einem Monat ist er fertig, spätestens. Auf jeden Fall, jetzt wisst ihr, wenn sonntags nicht so geklappt hat mit dem ersten Auto, das zweite Auto, ich wusste selbst nicht, was ich mache. Ihr habt gesehen, wir haben den aus einer Scheune gezogen. Ich wollte auch nicht unbedingt leer zurückfahren, wollte halt irgendwas mitbringen. Und so schlimm also echt nicht so schlimm, ne? Ich find's gut. Also ist kein Fehlkauf? Nee, ein Fehlkauf würde ich das jetzt nicht nennen. Auf gar keinen Fall. Okay. Da steckst du natürlich viel Zeit, viel Geld rein. Und am Ende des Tages, ganz offen gesprochen, vergleichbare Autos oder du kriegst gute Sciroccos, habe ich gesehen, zwischen 3.000 und 4.000 Euro. Da werden wir den aber auch ansiedeln müssen. Viel verdient tut man an so einem Auto nicht. Aber ich freue mich, A, dass wir einen Scirocco hier hatten, dass wir ein bisschen was zu tun hatten oder an dem Scirocco mal geschraubt haben. Und ich freue mich viel mehr, der Nächste, der sich über diesen Scirocco freut und sagt, geil, ich habe einen schönen Oldtimer, den ich wieder fahren kann. Wirsches Video, merke ich. Ziemlich wirsch. Aber egal, aber es ist lustig und informativ und ich wollte euch einfach mal in, ich nenne es mal, den Alltag mitnehmen. Für mich doch, ist das mein Alltag. Das ist auf jeden Fall mein Alltag. Ist nichts Besonderes, kein Projekt, kein gar nichts, sondern das ist das, wie wir in Zukunft unser Geld verdienen möchten. Also mir wäre es ein Traum, nur noch so Autos zu handeln. So, wir sind raus für heute. War spaßig. Bin gespannt, wann der Scirocco läuft. Bis dahin, ciao.